Liste finden. Da suchen Sie vergeblich, liebe Beatrice. Dr. Sander ist unser neuer Schiffsarzt. Guten Tag, Kapitän Paulsen. Herzlich willkommen auf der MS Deutschland. Danke. Darf ich vorstellen? Beatrice, unsere Chefstewardess. Und wichtigste Person auf diesem Schiff. Ich sage auch herzlich willkommen. Dankeschön. Und wenn der Titel dabei gewesen wäre, hätte es auch bei mir geklickt. Titel sind doch Schall und Rauch. Oder soll ich Sie Frau Chefstewardess nennen? Nur wenn Sie was ausgefressen haben. Ansonsten genügt Beatrice. Woher kennen Sie sich eigentlich? Dr. Sander hat im Tropeninstitut in Hamburg gearbeitet. Er hat auch die Gesundheitschecks für unsere Reedereimitarbeiter durchgeführt. Ja, und als der Kapitän mir bei seinem letzten Besuch erzählte, dass Dr. Schröder aufhört, habe ich mich natürlich sofort beworben. Und hier bin ich nun. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihre Kabine. Beatrice macht dann nachher einen Rundgang mit Ihnen übers Schiff. Bis später, Doktor. Später. Herzlich willkommen. Ich bin Beatrice, die Chefhostess. Hilde Baumgarten. Sehr erfreut. Darf ich Ihnen einen Begrüßungscocktail anbieten? Oh nein, vielen Dank. Ich fürchte, dann kippe ich um. Ich bin schon aufgeregt genug. Ist das Ihre erste Kreuzfahrt? Ja. Davon haben mein Mann und ich schon so lange geträumt. Aber ich sehe hier, Sie haben nur eine Einzelkabine. Ja, mein Mann ist vor 2 Jahren gestorben. Und wir hatten noch so viele Pläne. Wir sind so gern zusammen gereist. Naja, jetzt muss ich das eben ohne ihn machen. Wir freuen uns jedenfalls, dass Sie da sind. Und keine Sorge, Sie werden hier an Bord sicher sehr schnell ganz viele Gäste kennenlernen. Ganz bestimmt sogar. Ich bin nämlich verabredet mit der Familie Hoffmann. Sind die drei schon da? Nein, eingecheckt haben sie jedenfalls noch nicht. Wissen Sie, in meinem Alter ist es besonders schmerzlich, wenn man plötzlich so alleine dasteht. Dann ist es so schön, Familie zu haben. Sie sind mit den Hoffmanns verwandt? Noch nicht, aber hoffentlich bald. Na, Greta, sieht toll aus, oder? Hast du schon mal so ein großes Schiff gesehen? Ich habe mal mit Oma in Hamburg eine Hafenrundfahrt gemacht. Da waren sogar noch größere. Es ist so schade, dass sie nicht mit uns kommen kann. Ach, Schätzchen. Ich weiß, wie sehr du sie vermisst. Aber ich bin so froh, dass wir uns haben. Komm, Engelchen, wir fliegen nochmal eine Runde, ha? Ja. Und Engelchen fliegen! Schmeckt's Ihnen? Das ist köstlich, ganz leicht. Genau das Richtige bei diesen Temperaturen. Ich höre, da spricht ein Experte. Nein, ich bin kein Experte, aber ich schätze einen guten Tropfen. Da sind Sie bei uns genau richtig. Wir haben 145 verschiedene Sorten Wein an Bord und unsere neue Sommelier, Frau Marquardt, lädt jede Woche zur Weinprobe ein. Ja, wie schön. Ich bin Herbert Beckes. Herr Beckes, herzlich willkommen an Bord. Danke. Entschuldigung. Was gibt's denn, Frau Röhr? Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen mich nicht stören. Es ist mir egal, wie Sie das machen. Machen Sie es so oder so. Ich will mit diesem ganzen Kram nichts mehr zu tun haben. Wie geht es Ihnen? Wie war Ihr Urlaub? Ach, schön war's. Aber ehrlich gesagt, ich freue mich sehr, wieder an Bord zu sein. Das höre ich gerne. Wir haben Sie wirklich alle sehr vermisst. Ach, ich Sie auch. Aber, Petra, was sollen denn die Leute denken, wenn sie so einen alten Seebären wie mich so stürmisch umarmen? Soll ich Ihnen mal was sagen? Ich kann hier weit und breit keinen einzigen alten Seebären entdecken. Inka! Willkommen zurück! Ach, danke! Das ist Dr. Sander, unser neuer Schiffsarzt. Herzlich willkommen. Sehr erfreut. Das ist Inka, die Fitnesstrainerin hier an Bord. Das ist kaum zu übersehen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn Sie sich bei mir im Fitnessbereich mal sehen lassen würden. Gerne.
Bei meinen anderen Kollegen stoße ich ja nicht auf sehr ausgeprägtes Interesse. Ich zitiere da gerne Churchills No Sports. Der Mann wurde über 90. Kapitän Paulsen, ein Einzelfall verändert nicht die gesamte Statistik. Glauben Sie mir, Sport in Maßen steigert die Lebenserwartung. Genau. Sportler leben nicht länger, sie sterben nur gesünder. Baumgarten? Hallo. Hallo. Ach, schön, dass es endlich soweit ist. Hallo. Hallo, bitte? Ich bin sogar richtig aufgeregt. Wie bei einem Rendezvous. Das geht mir genauso. Als ich Ihre Anzeige gelesen habe, Oma sucht Familie, war ich sofort begeistert. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich über Ihre Antwort gefreut habe. Es hat mich große Überwindung gekostet, diese Anzeige überhaupt aufzugeben. Das kann ich mir vorstellen, dazu gehört Mut. Und ein bisschen Verzweiflung. Ich bin schon so neugierig auf Greta. Frau Baumgarten. Sagen Sie doch Hilde zu mir. Wann werde ich Greta endlich kennenlernen? Hilde, wir müssen Ihnen ein bisschen was sagen über unsere Tochter. Meine Mutter und Greta sind Opfer eines Unfalls geworden. In letzter Sekunde konnte meine Mutter Greta retten. Oh. Sie selbst verstarb noch am Unfallort. Greta musste das alles mit ansehen und ist seither stark traumatisiert. Alle ärztlichen Bemühungen vermochten bislang nichts auszurichten und... Sie will auch nicht mehr zu Ärzten. Sie verschließt sich völlig. Ja, und deswegen haben wir uns für diesen Schritt entschieden. Das ist vielleicht unsere letzte Chance, Greta von ihren Albträumen zu befreien. Deswegen, wenn Sie jetzt hier an Bord so rein zufällig begegnen, kann sie sich hoffentlich endlich wieder auf jemanden einlassen. Also... Das heißt, Greta weiß überhaupt nichts von mir und meiner Anzeige? Wissen Sie eigentlich, was Sie da von mir erwarten? Ah, guten Morgen, Herr Kreuzfahrtdirektor. Ich bin schon ganz gespannt auf das Programm der Reise. Ich kann Ihnen versichern, Beatrice, diesmal sind einige echte Knaller dabei. Na, hoffentlich kommen diesmal auch alle an. Einige Künstler waren schwer zu kriegen. Ach, wer kann schon ihrem Charme widerstehen? Die Sunny Girls. Ich werd verrückt. Ihr Vorgänger hat sich jahrelang vergeblich bemüht, die zu kriegen. Tja, ich kenne Julia und Melanie schon seit einer Ewigkeit. Vor ein paar Jahren waren wir fast mal gemeinsam auf Tour. Umso besser, dass es jetzt endlich klappt. Melanie! Du wirst auch immer schön. Aha, charmanter Lügner. Das ist Melanie, die eine Hälfte der Sunny Girls. Herzlich willkommen. Wo ist deine Schwester? Ihr seid doch unzertrennlich. Die beiden sind seit knapp 15 Jahren gemeinsam auf der Bühne. Ja, ich weiß. So lange halten die meisten Ehen nicht. Deshalb haben wir auch nie geheiratet. Sie wollte schauen, ob die neue Pianistin schon an Bord ist. Der Pianist. Was? Sie ist ein Er. Das ist nicht dein Ernst, Oskar. Ich konnte auf die Schnelle keine Pianistin auftreiben, die euren musikalischen Ansprüchen genügt hätte. Super. Wie soll ich das Julia beibringen? Er ist in festen Händen. Das hat mir seine Agentin versichert. Na, schauen wir mal. Fragen Sie mich nicht. Tu ich aber. Die beiden haben sich mal derart in ihren Pianisten verknallt, dass sie sich beinahe getrennt hätten. Seither sind die Sunny Girls eine komplett männerfreie Veranstaltung. Bis heute. Bis heute. Was soll das heißen? Der Kreditantrag ist noch nicht genehmigt worden. Aber wir haben die Maschine doch längst bestellt. Ja, wissen Sie, was das bedeutet? Wir sind nur eine kleine Firma, verdammt nochmal. Ich bin gerade auf dem Schiff angekommen. Dann muss ich wieder zurückfliegen. Marek, wo sehen wir uns? In der Kabine. Meine Frau würde durchdrehen, wenn sie davon erfährt. Ja. Ja, ist gut. Ja, ja, wir telefonieren später. Ja, gut. Komm mal her, mein Schatz. Hups. Schau mal. Papa und ich sind auch traurig, dass Oma nicht mehr bei uns ist. Ja? Aber auch wenn du sie nicht sehen kannst, sie schaut dir zu und sie möchte, dass du ganz schnell wieder fröhlich wirst. Hm? Hey. Hey.
Ich hatte so gehofft, dass Greta hier mal auf andere Gedanken kommt. Ach, Süße. Sie ist immer noch traurig. Meine Mutter ist jetzt seit fast einem Jahr tot. Und Greta igelt sich immer mehr ein. Und dann waren wir uns doch einig darüber, dass diese Reise eine gute Chance ist, dass Greta endlich mal wieder auf andere Gedanken kommt. Was hat der Psychologe gesagt? Anderes Umfeld, andere Menschen. Genau deswegen ist deine Idee mit Frau Baumgarten auch sehr gut. Aber vielleicht hätten wir Greta doch vorher davon erzählen sollen. Sehr gut. Herr Beckes ist da. Bitte schön. Dr. Sonder, Herr Beckes. Nehmen Sie Platz. Danke. Herr Beckes, was kann ich für Sie tun? Ja, ich habe dummerweise meine Tabletten im Hotel liegen lassen. Betalon 500. Das ist ein ausgesprochen starkes Schmerzmittel. Darf ich fragen, warum Ihr Arzt Ihnen die verschrieben hat? Lungenkrebs. Finales Stadium. Haben Sie eine Chemotherapie gemacht? Nein, nein. Ich habe mich dagegen entschieden und mit den Tabletten lässt es sich ganz gut aushalten. Wie lange wissen Sie schon? Erst einige Tage. Bei der jährlichen Routineuntersuchung kam es raus. Auf jeden Fall brauche ich die Tabletten. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, Herr Beckes. Ich würde gerne einige Ihrer Angaben überprüfen. Ohne eine Rücksprache mit Ihrem behandelnden Arzt kann ich Ihnen dieses Mittel nicht geben. Glauben Sie, dass ich mich mit diesen Dingen umbringen will? Da wäre es leichter für mich, von Bord zu springen. Haben Sie das dann vor? Nein, keine Sorge. Ich habe hier noch etwas zu erledigen. Und damit ich das kann, brauche ich die Tabletten. Ich gebe Ihnen Ihre Ration für heute und Sie geben mir bitte die Telefonnummer Ihres Arztes. Ja, ja, gerne. Und? Nichts. Aber an Bord ist er schon, sagen die an der Rezeption. Ich verstehe es nicht. Ich habe Oskar ausdrücklich gesagt, dass wir eine Frau als Begleitung haben wollen. Hat er eben keine gute gefunden. Du wolltest doch immer eine Pianistin. Zeiten ändern sich. Hallo. Ich habe sie überall gesucht. Kai Brückner. Ihr neuer Pianist. Schön, Sie kennenzulernen. Na dann, herzlich willkommen bei den Sunny Girls, hm? Also ich als die Ältere biete jetzt einfach mal das Du an. Auch, dass wir gut miteinander harmonieren. Davon bin ich überzeugt. Wir können das auch gleich ausprobieren, wenn du willst. Gerne. Ich will nur kurz in meine Kabine und dann können wir loslegen. Okay. Du baggerst. Tue ich gar nicht. Na klar. Du legst den Kopf schief, machst einen Rehaugenblick und deine Stimme rutscht eine Oktave nach oben. Ich kenne dich lange genug, du baggerst. Und wenn schon. Und wenn schon. Du hast ihm auf den Hintern gestarrt, das habe ich genau gesehen. Na und? Der ist vergeben, hörst du? Na und? Was ist, wenn deine Schwester uns jetzt erwischt? Na, wird schon nicht. Guten Abend. Frau Hoffmann hat mir von der Anzeige erzählt. Also ich finde das eine tolle Idee. Na ja, dann wollen wir mal. Hm? Guten Abend. Das ist Familie Hoffmann. Guten und Abend. Das ist Ihre neue Tischnachbarin. Einen schönen Abend. Danke. Guten Abend, Marek Guten Hoffmann. Abend. Das ist meine Frau. Sabine Hoffmann. Guten Abend. Und das ist unsere Tochter. Hallo, Greta. Woher wissen Sie denn, wie ich heiße? Wie gefällt es Ihnen denn an Bord, Frau Baumgarten? Oh, das Meer, die Sonne, die würzige Luft. Für mich ist das alles wie ein Traum. Aber am meisten freue ich mich auf den Himmel in der Nacht. Wieso? Was ist denn daran so toll? Da ist doch alles ganz dunkel. Ganz genau. Deshalb kann man da die Sterne ganz hell und klar sehen, weil drumherum kein künstliches Licht ist. Da scheinen einem die Sterne so nah,
als ob man sie anfassen könnte. Sind Sie Astrologin? Nein. Astrologin, das ist das mit dem Horoskop. Ich bin eher eine Sternenbeobachterin. Das hat mich schon als Kind fasziniert. Ohne die Hilfe der Sterne hätte Kolumbus niemals Amerika entdeckt. Das haben wir gerade im Geschichtsunterricht gelernt. Das fand ich total spannend. Oh, dann gehst du also gerne in die Schule? Ja, meistens schon. Dann kann ich dir ja verraten. Ich bin, ich war Lehrerin. Erdkunde und Kunst. Kunst? Echt? Kunst? Kunst ist mein absolutes Lieblingsfach. Ich male nämlich total gerne. Dann können wir ja zusammen malen. Ich habe meine Malsachen nicht mit. Aber ich. Sehr beeindruckend. Sie müssen Kai sein. Ja, bin. Hallo, Oskar. Hallo, Julia. Ich danke dir sehr, dass du Kai engagiert hast. Auch wenn ich nicht genau weiß, was ihr hier spielt. Weißt du, das mit Kai und mir, das ging so schnell. Ich will es Melanie schon beibringen. Mach dir mal keinen Kopf. Melanie lässt auch nichts anbrennen. Diesmal ist es schon ein bisschen was anderes. Seid ihr etwa? Nee, nicht verheiratet, aber verlobt. Gratuliere. Das heißt, du wirst demnächst also als seine Family unterwegs sein und deine Schwester hat davon keine Ahnung. Nanu, ich bin doch sonst immer die Erste bei der Probe. Euer neuer Pianist hat sich gerade ein bisschen warm gespielt. Und? Der Mann ist eine Wundertüte. Na dann zeig mal, was du so drauf hast. Bei mir bist du Shane, please let me explain. Bei mir bist du Shane, means you're grand. Guten Abend, ich bin der Somini. Was kann ich für Sie? Hallo, Nina. Was willst du hier? Ich möchte mit dir reden. Ich hab's dir schon bei Mamas Beerdigung gesagt. Lass mich in Ruhe. Das ist 10 Jahre her. Für mich hat sich seitdem nichts geändert. Ich habe mich geändert. Nina! Abend. Hallo. Nein! Nein! Hey, was ist? Das ist alles gut. Alles gut, mein Schatz. Wir sind bei dir. Alle zusammen. Okay? Komm, schlaf weiter, Liebes. Wir sind gleich nebenan, ja? Na komm her, Schätzchen. Du kannst bei uns schlafen. Hm? Morgen Abend ist unser erstes Konzert. Ich hoffe, Sie sind dabei. Ja, natürlich, ja. Na dann. Melanie ist echt beeindruckt von dir. Ja, das war doch der Plan. Dein Plan. Warte mal. Was ist denn los? Das frage ich dich. Wie? Ich frage mich, ob Oskar recht hat. Und du mit mir insgeheim eine Sunny Family planst. Du weißt schon noch, dass ich im April meine Professur an der Musikhochschule antrete. Ja, und ich habe gesagt, dass ich mitkomme nach München. Dass ich sesshaft werden will mit einem Haus und einem Garten und 8 Kindern, wie die Orgelpfeifen, alle von dir. Aber bist du wirklich sicher, dass du das auch willst? Dein ganzes Leben, deine Schwester, deine Fans, der ganze Trubel hier. Willst du das wirklich aufgeben? Habe ich doch gesagt. Entschuldige den Überfall vorhin. Können wir jetzt reden? Ich wüsste nicht, worüber. Ich verstehe ja, dass du sauer bist. Mein Verhalten damals, ja,
Es war ein Fehler, einfach wegzugehen. Es war wahrscheinlich der größte Fehler meines Lebens. Ich möchte das wieder gut machen. Du hast unsere Familie zerstört. Das kann man nicht wieder gut machen. Ich möchte es dir wenigstens erklären. Mama hat mir schon alles erklärt, an meinem 18. Geburtstag. Ja? Und was hat sie dir gesagt? Du hast daran gezweifelt, dass ich deine Tochter bin. Und dich deswegen scheiden lassen. Das ist nur ein Teil der Wahrheit. Ich hatte damals gute Gründe anzunehmen, dass deine Mutter... Es ist mir scheißegal, was dich dazu getrieben hat. Du hast dich einfach vom Acker gemacht. Du hast jeglichen Kontakt abgebrochen. Du wolltest einfach nicht mein Vater sein. Du hast ja noch nicht mal auf meine Briefe geantwortet. Mein 10. Geburtstag und ich habe den ganzen Tag gewartet, dass du dich meldest. Aber du hast es nicht gemacht. Warum nicht? Mama will mir nicht sagen, warum du weggegangen bist. Bin ich schuld? Habe ich etwas falsch gemacht? Bitte melde dich. Deine Nina. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen. Ich freue mich jetzt, zum ersten Mal hier bei uns an Bord eines der erfolgreichsten Gesangsduos begrüßen zu dürfen, die Sunny Girls. My myth is the shame, please let me explain. My myth is the shame, means you're grand. My myth is the shame, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could Ja? Sie haben ihn doch im Stift liegen lassen. Peter, komm rein. Setz dich, komm. In meinem Alter wird man leider vergesslich. Was ist das denn? Das ist ein Traumfänger. Den hat mir mein Mann aus Amerika mitgebracht. Der sieht aber merkwürdig aus. Die Indianer glauben, dass er böse Träume abhält. Hat mir mein Mann erzählt. Und wie soll das gehen? Pass auf. Wenn man den Traumfänger über seinem Schlafplatz aufhängt, dann werden alle Träume von ihm angezogen. Die schlechten Träume, die verfangen sich hier im Netz und bleiben hängen. Die guten Träume, die finden ihren Weg durch das Netz hindurch auf den Schlafenden herab. Und wenn dann der neue Tag anbricht, dann verschmelzen die im Netz hängen gebliebenen Träume durch die ersten Sonnenstrahlen. Hört sich toll an. Funktioniert das denn auch? Ja, also bei mir schon. Hast du denn manchmal böse Träume? Naja, ich träume immer von meiner Oma, wie sie so tot da lag. Weißt du was? Ich glaube, dann brauchst du den Traumfänger mehr als ich. Ich leihe ihn dir. Ehrlich? Ja. Du musst noch ganz, ganz, ganz fest daran glauben. Dann werden deine bösen Träume verschwinden. Danke. Könntest du dir vorstellen, länger bei uns zu bleiben? Tja, eigentlich bin ich anderweitig verplant. Du
kannst Kai sowas doch nicht anbieten, ohne vorher mit mir darüber gesprochen zu haben. Hast du was gegen ihn? Nein, natürlich nicht, aber... Kai wäre ein echter Gewinn für uns. Nicht nur musikalisch. Ich denke, ihr solltet das allein ausdiskutieren. Oh, das Luftholen kenne ich. Also, was hast du gegen Kai? Ich habe gar nichts gegen Kai. Mit Kai ist alles in Ordnung. Es geht um was ganz anderes. Da bin ich jetzt aber mal ganz Ohr. Im Grunde wollte ich das schon lange mal mit dir bereden. Ich frage mich einfach manchmal, ob es im Leben nicht noch was anderes geben sollte. Was anderes als was? Na, als das hier, die Sunny Girls, die Auftritte, die Rumtingelei. Und das fragst du nach so einem Abend wie heute? Das war grandios heute. Jetzt entspann dich mal. Das waren 400 Leute auf einer Kreuzfahrt, nicht das Olympiastadion. Aber darum geht es überhaupt nicht. Die Leute waren begeistert, weil wir nicht nur gut sind, weil wir sehr gut sind. Und mit Kai am Klavier, da wäre noch eine Menge mehr drin. Mensch, wir könnten mal neue Sachen ausprobieren, zwingen und so. Was? Ich hätte einfach gerne mal ein bisschen Zeit für mich. Länger meine ich, nicht nur hier und da mal eine Woche. Ach, es wird eine Auszeit, oder wie? Ja, sowas in der Art, ja. Na klar, warum nicht gleich die nächsten 2 Jahre? Wie stellst du dir das vor? Wir haben Verträge, Anfragen bis ins übernächste Jahr. Ja, Verträge werden natürlich eingehalten. In 6 Monaten feiern wir unser 15-jähriges Bühnenjubiläum. Willst du es etwa auch verschieben? Das wolltest du doch nicht an die große Glocke hängen. Stimmt. Aber dann habe ich mir das jetzt eben anders überlegt. Na, alle Unklarheiten beseitigt? Nein. Ja. Herr Günther! Ja! Ja! Und haben Sie bei der Bank was erreichen können? Na toll. Und was machen wir jetzt? Ja, sehe ich mal eine Möglichkeit. Lassen Sie den Betrag von meinem Privatkonto abbuchen, dann gehen wir da eben so lange ins Minus. Ja, was soll ich denn sonst machen? Das ist wirklich verrückt. Dann machen wir mit unserer Tochter zusammen die schönste Reise der Welt und Sie sagen mir, dass ich es mir eigentlich gar nicht leisten kann. Sollten Ihre Beschwerden stärker werden, dann können Sie mich jederzeit rufen. In Ihrem Zustand sollten Sie sich nicht zu viel zumuten. Danke, Dr. Sander. Schönen Tag noch. Herr Dr. Sander? Was fehlt Ihnen denn? Sie sind unser Sommelier. Ja, und seine Tochter. Es ist was Ernstes. Es tut mir leid, das darf ich Ihnen nicht sagen. Fragen Sie Ihren Vater. Ich weiß, das ist im Moment alles nicht so einfach für dich, aber ich verspreche dir, auf Bora Bora haben wir mehr Zeit für uns, ja? Hoffentlich. Ich war gerade bei Beatrice und habe uns ein tolles Hotel auf Bora Bora buchen lassen. Ich finde, wir haben uns das verdient. Vergesst eure Badesachen nicht, ich sehe euch im Wasser. Es gibt auch etwas anderes, was man auf dieser Insel machen kann. Beichten. Und zwar die ganze Wahrheit. Ich rede mit ihr. Versprochen. Warst du bei Dr. Sander? Ich weiß nicht, ob das der richtige Moment ist. Ich bin krank, sehr krank. Es bleibt mir nicht mehr viel Zeit. Es sei denn, es geschieht noch ein Wunder. Brauchst du eine neue Niere oder Knochenmark oder sonst was? Nein, ich habe Lungenkrebs, finales Stadium, da hilft nichts mehr. Und nur um mir das zu sagen, bist du extra hergekommen. Das hättest du mir auch schriftlich mitteilen können. Einen Brief von mir hättest du doch sicher nicht geöffnet. Stimmt auch wieder. Warum bist du nicht bei deiner Familie? Ich habe keine. Und deine Frau? Mama hat mir gesagt, dass du nach ihr eine deiner Mitarbeiterinnen geheiratet hast. Ich habe mich nach 5 Jahren scheiden lassen und seitdem lebe ich allein. Und weil du niemanden sonst hast, willst du jetzt mit mir eine heile Familie machen?
Jetzt auf einmal soll ich wieder deine Tochter sein? Oder willst du noch einen DNA-Test machen, damit du endgültig Gewissheit hast? Bedeute ich dir denn gar nichts? Doch. Schmerzen und Wut. Und darauf kann ich verzichten. Hallo. Haben Sie mit Ihrem Vater gesprochen? Vor Jahren habe ich beschlossen, meinen Vater für immer zu hassen. Und jetzt taucht dieser Mistkerl hier auf und sagt mir, dass er in Kürze sterben wird. Warum ist er hierher gekommen? Warum tut er mir das an? Das kommt doch alles wieder hoch. Und ich will das nicht. Ich habe mich damit arrangiert. Ich wäre glücklich ohne Vater. Wann haben sich Ihre Eltern getrennt? Ich war 9 damals. Es war bestimmt nicht einfach. Es war die Hölle. Warum kann er nicht einfach so sterben? Weil er sich vorher noch mit Ihnen aussöhnen möchte. Das hätte er sich früher überlegen müssen. Manchmal braucht es einen sehr langen Anlauf, um über den eigenen Schatten zu springen. Ich kann Ihre Wut verstehen, aber Ihrem Vater läuft die Zeit davon. Ihr Vater will auf Bora Bora einen Ausflug machen an den Strand. In seinem Zustand, da sollte er nicht allein unterwegs sein. Ich werde ihn begleiten. Hallo Inka, kommen Sie rein. Was kann ich für Sie tun? Erklären, warum Sie mir diesen Bora Bora-Führer geschickt haben. Was vermuten Sie? Dass Sie mit mir zusammen an Land wollen? Wir gehen zusammen ins Wasser. Tauchen. Woher wissen Sie, dass ich gerne tauche? Ah, man hat so seine Quellen. Was ist, sind Sie dabei? Aye, aye, Captain. Ihr Gesundheitstee, Captain. Tauchen. Das hat er mit mir noch nie gemacht. Das ist wunderschön alles. Man kommt sich vor wie in einer anderen Welt. Können wir Sie noch auf einen Willkommensdrink einladen? Ja, gern. Komm, Papa. Thank you. Ich glaube, ich gucke dir das an. Komm her. Hallo. Ah. Schön, dass du gekommen bist. Hör zu, ich habe mir für den Landgang heute freigenommen, aber wenn mir das alles zu viel wird, dann bin ich weg, okay? Okay, komm. Schon komisch. Ich hätte nie gedacht, dass wir mal am Strand entlang spazieren werden. Deine Mutter und ich, wir sind oft am Strand spazieren gegangen und haben Muscheln gesucht. Hat sie dir nie erzählt, wo wir uns zum ersten Mal gesehen haben? Auf Norderney und der Weißen Düne.
Ich habe ja mal so eine große tropische Muschel gekauft. Größer noch als die da. Eine, die richtig rauscht, wenn man sie ans Ohr hält. Die hat dir gut gefallen. Die habe ich als Kind auf dem Dachboden gefunden. Ach, wirklich? Ja. Leider ist sie mir dann runtergefallen und kaputt gegangen. Mama war ziemlich sauer. Also, alles in Bora Bora heißt Inseln unter dem Wind. Mhm. Klingt schön. Ja. Sie wissen ja ziemlich viel. Na ja, eine ganze Menge. Sag doch Hilde zu mir, dann fühle ich mich nicht ganz so alt. Also, mir kommst du überhaupt nicht alt vor, Hilde. In Polynesien. Wer hätte das gedacht? Das ist eben das Kontrastprogramm. Früher war es das Wandern. Kannst du dich noch an unsere erste Bergtour erinnern? Und den Abend danach? An dem Abend habe ich mich unsterblich in dich verliebt. Klar, weil ich die einzige Frau war. Außer mir war ja sonst keine so blöd, mit 5 Männern im strömenden Regen durch den Harz zu stapfen. Nee, weil du die bezauberndste Frau warst, die ich je gesehen hatte. Immer noch bist. Das ist die Gelegenheit. Julia, bist du da? Ja, was ist denn? Gibst du mir mal den Fotoapparat? Moment bitte, ja? Bleibst du bitte im Bad? Nein. Bitte, Schatz. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe? Doch, aber das ist doch eine Frage des richtigen Timings. Und was ist denn für dich das richtige Timing? Die Taufe unseres ersten Kindes? Melini, du bist Patentante und das ist übrigens Kai, mein Mann. Kennt ihr euch eigentlich? Bitte, okay? Hier, bist du allein? Ja, wieso? Ich dachte, ich hätte Stimmen gehört. Nee, ich war im Bad. Ach, übrigens kannst du mir mal dein Necessaire leihen. Ich habe meins vergessen. Nee, warte mal, ich habe meins auch vergessen. Aha. Also, wer ist es? Gar keiner. Hallo, Melanie. Hallo, Kai. Störe ich? Ja. Nein. Habt ihr mir vielleicht irgendwas zu sagen? Nein. Ja. Okay. Okay. Also. Kai und ich, wir wollten dich überraschen. Also jetzt gerade wollten wir dich natürlich nicht überraschen, aber wir wollten dir eigentlich sagen, also wir haben dir bis jetzt einfach nicht gesagt, dass... Julia und ich sind verlobt. Wir haben uns in L.A. im Urlaub kennengelernt, es hat sofort gefunkt. Ich wusste, das ist die Frau meines Lebens. Das ist eine echte Überraschung. Herzlichen Glückwunsch. Warum hast du mir nichts gesagt? Ich weiß nicht, ich wollte es dir irgendwie schon beibringen. Ist dir nicht gelungen? Ja, tut mir leid.
Julia, was sollte das ganze Affentheater? Hast du gedacht, ich freue mich nicht für dich? Aber ich freue mich doch. Und das ist doch toll. Hm? Herzlichen Glückwunsch. Ich meine, ich muss mich erst an den Gedanken gewöhnen, dass wir jetzt zu dritt sind, aber wollt ihr bald heiraten? Oder ist da noch was anderes? Kai wird in ein paar Monaten eine Professur an der Münchner Musikhochschule antreten und ich würde ihn gerne dorthin begleiten. Klar. Melanie, warte mal. Melanie, lass mich in Ruhe. Jetzt warte doch mal. Was gibt's denn noch zu reden? Du willst aussteigen, alles klar. Damit sind die Sunny Girls eben Geschichte. Völlig okay nach 15 Jahren. Die Tour mache ich natürlich zu Ende und auch alle laufenden Verpflichtungen werde ich erfüllen. Wie gütig. Mensch, Melanie, ich hatte gehofft, dass du mich wenigstens ein bisschen verstehst. Was hast du denn erwartet? Du zerstörst alles, was ich bin und habe und bittest noch um Verständnis? Ein bisschen viel verlangt, oder? Was soll denn das heißen? Dass ich jetzt bis ans Ende meiner Tage an dich gekettet bin, nur weil du süchtig nach Applaus und Anerkennung bist? Ich wusste nicht, dass das so schrecklich für dich war. Tut mir leid, war auch nicht so gemeint. Ich habe mich eben einfach in eine andere Richtung entwickelt. Ach, jetzt hör doch auf, mir einen emotionalen Defekt einzureden, nur weil es nicht mein Lebenstraum ist, dem Mann die Pantoffeln warm zu halten. Wir hatten es Mama versprochen, dass wir zusammenbleiben. Seien Sie vorsichtig. Es gibt hier gefährliche Strömungen. Bleiben Sie immer hinter mir und nie den Sichtkontakt verlieren. Okay. Wollen Sie sich nicht auch langsam umziehen? Ja. Das ist sowas Blödes. Was ist denn los? Nicht mal mehr auf Reserve. Ich habe nicht genügend Luft. Na ja, dann schnorcheln wir eben. Das kommt gar nicht in Frage. Sie gehen tauchen und ich behalte Sie von hier aus im Auge. Ach, ist wirklich schade, dass Beatrice nicht mit ist. Warum eigentlich nicht? Wir sind zwar wie ein altes Ehepaar, aber umso besser ist es, ab und zu mal Abstand zu haben. Okay. Sind Sie bereit? Dann ab mit Ihnen. Ich sehe einen Markierungsballon, wo Sie sind. Es ist wirklich paradiesisch hier. Ja. Ich sollte es genießen. Ins echte Paradies wird man mich wohl kaum einlassen. Klingt ganz schön pathetisch. Erzähl mir von dir. Was willst du denn wissen? Wovon träumst du? Ich hätte irgendwann gerne mal einen Weinberg. Da würde ich meinen eigenen Wein machen und vielleicht ein kleines Gasthaus betreiben, wie das von Oma. Ganz allein? Also zu einem netten Typen dazu würde ich natürlich nicht Nein sagen. Einen, der Kinder will und der nicht irgendwann sitzen lässt. Wo und wie du den richtigen finden kannst, das weiß ich nicht, aber das andere ist machbar. Wie meinst du das? Ich lebe nicht mehr lange. Wem soll ich alles vermachen? Ich habe nur noch dich. Ich will nichts von dir. Thank you.
Na, wie war's denn? Hat sich das Tauchen gelohnt? Total. Es ist unglaublich, wie zutraulich die Fische hier sind. Einer, der hat mich angesehen wie Beatrice, wenn sie streng wird. So ein Grauer mit gelben Augen? Ja, genau. Der Sergeant Major Fish, der Name würde passen. Wollen wir zurückfahren? Ja. Abgesoffen? Scheint so. Ich glaube, wir paddeln an Land. Ich probiere, ob ich den Motor wieder flott kriege. Okay. Nina, lass uns doch vernünftig miteinander reden. Weißt du, dein Geld ist mir doch vollkommen egal. Was mich wirklich interessiert ist, warum hast du uns damals verlassen? Warum warst du so überzeugt davon, dass ich nicht deine Tochter bin? Ich habe Liebesbriefe an deine Mutter gefunden. Der Mann, der sie schrieb, war davon überzeugt, dass er dein Vater ist. Und was hat Mama dazu gesagt? Ja, sie hat zugegeben, dass sie eine Affäre mit ihm hatte. Und zwar genau in der Zeit, bevor sie schwanger wurde. Aber sie war davon überzeugt, dass er nicht dein Vater ist. Das hat dir nicht gereicht. Damals gab es noch keine sicheren Vaterschaftstests. Diese Ungewissheit hat mich wahnsinnig gemacht. Jeder noch so kleine Unterschied zwischen dir und mir hat meine Zweifel bestätigt. Die Farbe deiner Augen, die Form deiner Hände. Wenn man erst einmal anfängt zu suchen, dann findet man immer etwas. Aber hast du mich dann plötzlich nicht mehr lieb gehabt? Na, natürlich. Ich war blind vor Eifersucht und gekränkter Eitelkeit. Und diese ständigen Zweifel, die haben schließlich unsere Ehe zerstört. Erst später habe ich erkannt, wie egoistisch und wie engstirnig ich gehandelt habe. Gab mir, Nina, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich alles anders machen. Aber jetzt ist es zu spät. Ich bin müde, ich muss mich hinlegen. Die Tabletten. Ich fürchte nicht. Die Benzinpumpe ist kaputt. Da müssen wir wohl laufen. Ja. Wohin? Wir sind hier auf einer unbewohnten Insel. Sollen wir da rüber schwimmen? Das ist viel zu weit. Und viel zu gefährlich. Außerdem gegen die Strömung kommen wir nicht an. Wir warten hier. Irgendwann kommt ein Ausflugsboot oder ein Fischer vorbei. Das wird ja ein richtiger Abenteuerurlaub. Schön, dass Sie keine Angst haben und Ihre gute Laune nicht verlieren. Was soll mir mit Ihnen denn schon passieren? Das hat Beatrice noch nie zu mir gesagt. Ja, natürlich. Mach ich. Ich ruf zurück. Sagen Sie, ist der Kapitän eigentlich schon wieder zurück? Nein, noch nicht. Er hat nur gesagt, dass er rechtzeitig zum Auslaufen zurück ist. Will der etwa über Nacht auf der Insel bleiben? Ich vermute ja. Das mache ich mir aber allmählich Sorgen. Na, er ist ja nicht alleine. Inka ist bei ihm. Eben. Jetzt kommen keine Boote mehr, oder? Morgen früh ganz bestimmt. Die Hotels bieten Ausflugsfahrten ums Atoll an. Da bin ich aber froh, mit einem erfahrenen Seebären statt einem Leichtmatrosen hier zu sein. Bei Ihnen fühle ich mich sicher wie in Abrahams Schoß. Legen Sie sich aufs Ohr. Ich passe auf Sie auf. Aber Sie sind doch auch müde. Ach, in meinem Alter braucht man nicht so viel Schlaf. Was war denn das? Nichts, was Sie beunruhigen sollte. Vermutlich der Geist von Alain. Geist? Was denn für ein Geist? Ja,
Alain Gerbeau war ein berühmter Segler in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Er hat als einer der ersten Menschen in weniger als 700 Tagen die Welt umsegelt. Er ist hier irgendwo begraben. Und warum spukt er? Ich vermute, dass er zu lange alleine war und sich nach Begleitung sehnt. Noch ein bisschen näher kommen? Bitte. Gute Nacht. Gute Nacht. Du müsste 30 Jahre jünger sein. Guten Morgen, Nina. Guten Morgen. Wie geht's dir? Hast du gut geschlafen? Wie ein Stein. Das nenne ich eine Langschläferin. Sag mal, hast du die ganze Nacht so... Entschuldigung. Sie die ganze Nacht so da gesessen? Wie haben Sie geschlafen? Wie ein Stein. Das freut mich. Oh, danke, Captain. Wollen wir uns wirklich schon retten lassen? Leider. Es tut mir immer noch weh, wenn ich heute die Briefe lese, die du mir damals geschrieben hast. Du hast meine Briefe noch? Aber warum hast du mir denn nie zurückgeschrieben? Aus Feigheit. Irgendwann war es zu spät. Ich hätte damals so sehr einen Vater gebraucht. Guck mal. Weißt du noch, wie du mir zeigen wolltest, wie man eine Kokosnuss knackt? Ja, die waren steinhart. Wollen wir es nochmal versuchen? Papa, ist dir was passiert? Alles in Ordnung? Unkraut vergeht nicht. Haben Sie sich gestoßen? Auch nicht der Rede wert. Zeigen Sie bitte mal. Diese Flecken, haben Sie die schon länger? Seit einiger Zeit. Was ist los, Dr. Sander? Lassen Sie uns bitte ins Hospital fahren. Ist das nötig? Ich würde da gerne was überprüfen. Morgen. Morgen, Schätzchen. Na? Mhm. Morgen. Hat dir eine gute Nacht? Na, du? Mhm. Ganz toll. Hilda hat mir Geschichten aus der Südsee erzählt. Die waren total spannend. Wow. Sag mal, gehst du mal runter und holst deine Sachen? Wir treffen uns dann am Strand, okay? Ja. Bring meine Handtasche auch gleich mit, ja? Mach ich. Sehen Sie, war doch genau richtig, dass wir nichts gesagt haben. So konnten Sie und Greta sich ganz unbefangen beschnuppern. Am besten lassen wir Greta auch im Glauben, dass wir uns erst hier kennengelernt haben. Ich weiß nicht. Was ist, wenn sie irgendwann die Wahrheit erfährt? Entschuldigen Sie, Sir. Darf ich kurz stören? Ihre Kreditkarte funktioniert nicht. Wir können den Betrag nicht abbuchen. Wie bitte? Wie kann das denn sein? Hoffentlich hat Ihnen keiner Ihr Konto abgeräumt. Ich werde mich gleich auf dem Schiff darum kümmern. Dankeschön. Ja, und wie zahlen wir jetzt? Hast du noch Bargeld dabei? Lassen Sie nur. Ich mach das schon. Bitte. Oh Gott, ist das unangenehm. Ja, frag mich mal. Es hat Ihnen uns gefallen. Zum
Abschied eine Pina Colada für Sie auf Kosten des Hauses. Dankeschön. Hier, deine Tasche. Oh, ja. Danke, Greta. Das ist sehr lieb von dir. Danke. Hilde, das ist aus deiner Handtasche gefallen. Oh. Sind wir im letzten Sommerurlaub? Woher hast du das? Ja, aber weißt du, von mir. Ich hab's Hilde geschickt. Komm, das ist jetzt nicht so wichtig. Wir müssen los. Geschickt? Also das verstehe ich jetzt nicht. Wir haben uns doch erst hier kennengelernt. Ich glaube, wir müssen dir mal was erklären, Schatz. Ich habe vor 3 Monaten im Wochenblatt eine Anzeige aufgegeben. Und deine Eltern haben sich gemeldet. Was für eine Anzeige denn? Oma sucht Familie. Weil du doch so traurig warst wegen Omi. Hast du dir gedacht, du suchst einfach eine neue Oma? Greta, bitte. Wir haben einfach nur gedacht, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn jemand da ist, der ein bisschen Zeit hat, wenn wir beide wieder so viel arbeiten müssen. Aber hättet ihr mir das nicht sagen können? Ja, du hast ja recht. Das war nicht gut. Das ist total fies. Ich habe dir so viel von mir erzählt. Von meiner Oma und von meinen Albträumen, die ich habe. Dabei wusstest du schon alles von meinen Eltern. Und du hast mir trotzdem einfach was vorgespielt. Lass mich! Ich will keine andere Oma! Kann sowieso keiner ersetzen! Schätzchen. Greta, warte doch mal! Greta! Ich mach das schon. Ich kann sehr gut verstehen, dass sie sich hintergangen fühlt. Wir haben ihr Vertrauen missbraucht. Sagen Sie, Doktor, haben Sie irgendwo ein Zimmer, in dem ich mit meinem Patienten ungestört sprechen kann? Selbstverständlich. Nehmen Sie mein Office gegenüber. Danke sehr. Herr Beckes, bitte. Schlechte Nachrichten, Doktor? Im Gegenteil. Es ist genauso, wie ich vermutet habe. Sie haben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keinen Lungenkrebs. Die CT-Aufnahmen sprechen eindeutig dafür. Und Ihr Blutbild hat sich nicht verändert. Wieso sollte mein Arzt mich belogen haben? Nein, nein, das hat er auch nicht. Sie sind gleich nach der ersten Diagnose aufs Schiff, oder? Ja, ich wollte gleich weg. Ich wollte zu meiner Tochter. Also, in Ihrer Lunge befinden sich tatsächlich eine Vielzahl kleiner Knötchen, sogenannte Granulome. Und auf Röntgenbildern sehen die genau aus wie Krebsmetastasen. Und sind es aber nicht? Nein. Die Flecken auf Ihren Armen, die haben mich stutzig gemacht. Wir müssen zwar noch die Ergebnisse einer Gewebeprobe abwarten, aber ich gehe mal davon aus, dass Sie unter Sarkoidose leiden. Sarkoidose? Das ist eine Krankung des Bindegewebes, die oftmals die inneren Organe befällt. Die Ursache ist unbekannt, aber die Krankheit selber ist behandelbar. Ich habe also keinen Krebs? Nein, kein Krebs. Also Sarkoidose ist zwar nicht heilbar, aber damit können Sie alt werden. Allerdings, um ganz sicher zu sein, müssen wir noch das Ergebnis der Biopsie abwarten. Liebchen, es tut mir so leid. Ihr wolltet, dass ich Omi vergesse, aber das tue ich nicht. Niemals! Sieh mal, deine Omi war auch meine Mama. Und es vergeht kein Tag, an dem ich nicht auch an sie denke. Ich vermisse sie ganz genau wie du. Aber sie würde bestimmt nicht wollen, dass du ihretwegen so traurig bist. Aber sie hätte auch nicht gewollt, dass sie sie einfach gegen eine andere Frau austauscht. Melanie, da bist du ja. Wir müssen zurück aufs Schiff. Oskar wartet auf uns. Wozu noch Proben? Ich habe alles abgesagt. Ach, was soll das denn? Du wolltest doch das Kapitel Sunny Girls beenden. Wozu das Ganze also noch unnötig in die Länge ziehen? Melanie, du willst doch auch nicht, dass wir so auseinandergehen. Seit wann interessiert dich, was ich will? Du bist so egoistisch, Julia.
Weißt du eigentlich, wie oft ich hätte aussteigen können? Ich hatte eine Menge Anfragen für Soloprogramme. Und habe ich eins davon angenommen? Nein, weil ich mich immer wieder gefragt habe, was wird aus den Sunny Girls, was wird aus meiner kleinen Schwester? Eine Frage, die du dir offensichtlich nie gestellt hast. Hallo Beatrice, gehen wir frühstücken, ich habe einen Bärenhunger. Oh, fragen Sie mich mal. Wieso? Gab es in Ihrem Hotel kein Frühstück? Frühstück war auf unserer einsamen Insel nicht inbegriffen. Was? Aber dafür gab es einen exklusiven Strand nur für uns, inklusive der Geistesalarm. Ich ziehe mich schnell um. Wir sind gestrandet. Also gestrandet sind Sie mit mir noch nie. Greta? Schlimm. Sag mal, hast du mit der Kreditkartenfirma inzwischen telefoniert? Du, ich wollte das ja eigentlich gar nicht sagen, aber nach dieser blöden Situation auf Bora Bora, das mit der Karte war kein Zufall. Was meinst du damit? Unser Privatkonto ist leer und der Überbrückungskredit bei der Bank ist auch nicht genehmigt. Und ich musste doch die neue Maschine bezahlen. Und der Günther hat mir die Hölle heiß gemacht, dass sonst die Gehälter nicht bezahlt werden können. Das ist jetzt alles nicht dein Ernst, oder? Aber ich kann ja nichts dafür. Glaub mir, ich habe wirklich versucht, diese ganze Geschichte von euch fernzuhalten, aber ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich mach dir auch gar keinen Vorwurf. Es ist nur... Ich bin enttäuscht, dass du es nicht mir früher gesagt hast. Sind wir nur eine Familie oder nicht? Was für eine. Danke. Ich habe euch am Anfang eingebaut und dann noch mit zwei, drei Liedern kurz vor dem Finale. Okay. Ja? Das Motto für den ersten Akt ist South Pacific. Habt ihr vielleicht irgendwas von Rodgers und Hammerstein im Repertoire? Nein. Nee? Ja, aber die Richtung ist ja klar. Ja? Südsee, Sonne, heiße Nächte. Ja. Was ist das? Ich habe mir mal ein paar Gedanken über in Frage kommende Titel gemacht. Was ist das Ziel? Hurting each other, rainy days and Mondays? Sag mal, ist mit dir alles okay? Ja, wieso? Das wirkt ja nicht gerade südpazifisch. Und das passt zur Jahreszeit. Es ist Sommer. Irgendwo ist immer November. Nein, irgendwo ist immer 5 Uhr. November ist nur einmal im Jahr. Klugscheißer. Melanie, wenn du uns irgendwas sagen möchtest. Ach komm, Oskar, hör doch auf. Du hast es genauso gewusst, wie die anderen beiden mich auch verarscht. Melanie, bitte. Ist schon gut. Ich singe, was du willst. Hauptsache, wir bringen das hier schnell hinter uns. Herr Beckes, ich habe gute Nachrichten. Das Ergebnis der Biopsie ist mir gerade durchgefaxt worden. Jetzt haben wir endgültig Gewissheit. Es ist Sarkoidose, kein Krebs. Und diesmal ist es keine Fehldiagnose? Ausgeschlossen. Sie müssen sich in den nächsten Monaten einer Cortisontherapie unterziehen. Das ist auch nicht ohne, aber es ist auszuhalten. Sie sind ein großartiger Arzt. Das ist alles ein bisschen viel. Das glaube ich. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Kannst du ihr nicht doch eine Chance geben? Bitte. Ich will keine andere Oma, das habe ich euch schon gesagt. Greta, bitte. Keiner will, dass Hilde Omi verdrängt.
Aber sie ist nun mal eine liebevolle, alleinstehende Frau, die sich um dich kümmern könnte, wenn wir arbeiten müssen. Und wie stellt ihr euch das vor? Sie sucht eine Familie. Soll sie jetzt bei uns wohnen? Ist doch Quatsch, sie hat doch ihre eigene Wohnung. Aber sie könnte sich um dich kümmern. Ich kann mich auch allein um mich kümmern. Du hast ja nicht jemals daran gedacht, dass vielleicht auch Hilde jemand brauchen könnte, der sich um sie kümmert? Ach, Quatsch. Das ist meine Oma. Danke, dass du gekommen bist. Ich muss dir nämlich was Wichtiges sagen. Ich habe meinen Job gekündigt. Ich werde mit dir von Bord gehen. Wie schön. Du bist mein Vater und ich ertrage den Gedanken nicht, dass du in irgendeinem Hospiz mutterseelend allein auf den Tod wartest. Papa, was auch immer war, wir sind eine Familie, ja. Mehr freuen könntest du dich schon. Das tue ich doch. Und wie? Das ist alles nur ein bisschen plötzlich. Ich weiß. Und es wird auch ganz schrecklich werden, wenn ich dich am Ende wieder verliere. Man weiß, vielleicht haben wir doch ein bisschen mehr Zeit. Die Medizin schafft viel heutzutage. Hör auf mit dem Quatsch. Mit sowas macht man keine Scherze. I wake up before I put on my makeup. I say a little prayer for you while combing my hair now and wondering what dress to wear now. I say a little prayer for you forever and ever. Kurz aufhören, bitte. Sag mal, Oskar, machst du das mit Absicht? Wieso, ist noch ein schönes Lied? Und so passend. Wer sich angesprochen fühlt. Ich weiß, dass du sauer auf mich bist. Du musst mich nicht die ganze Zeit so verkniffen angucken. Gut, wir machen das jetzt nochmal, ja? Und lass den ersten Takt nicht so hängen. Was mache ich? Du weißt genau, was ich meine. Du lässt den ersten Takt hängen. Sag mal, sollen wir vielleicht eine kleine Pause machen? Das musst du doch auch hören. Der spielt das doch wie im Kirchenchor, damit Oma Scholz in der letzten Reihe auch noch hinterherkommt. Jetzt lass es nicht an Kai aus. Es war alles gut, bevor er hier aufgekreuzt ist. Ich habe sie nicht überredet, dich zu verlassen. Nee, wirklich nicht. Wie du mit mir umspringst. Du brauchst doch eigentlich nur jemanden, der dir den Background macht und dabei noch ein bisschen hübsch aussieht. Das ist ja wohl so eine Unverschämtheit. Na, die Wahrheit kann ganz schön wehtun. Halt die Klappe, du bist gefeuert! Was gibt es denn zu feiern? Ein Geburtstag. Heute ist so etwas wie meine zweite Geburt. Hattest du schon von dem Champagner oder eine plötzliche spirituelle Erleuchtung? Weder noch. Was ist das? Ein Geschenk zu deinem Geburtstag? Das ist ein Geschenk. Aber für dich. Für mich? Aber... Ja, dieses Weingut steht zum Verkauf. Das heißt, es stand zum Verkauf. Mein Anwalt macht gerade die Verträge klar. Ich hoffe, es entspricht deinen Wunschträumen. Hast du sie noch alle? Was soll das? Heute beginnt mein zweites Leben. Ich habe keinen Krebs. Wie, du bist nicht krank? Ja, doch, ich bin schon krank, aber es ist kein Krebs, wenn das kein Grund zu feiern ist. Was soll ich mit dem Weingut? Ich dachte, jetzt haben wir doch noch ein paar Jahre länger zusammen. Da wäre es doch schön, wenn wir ein gemeinsames Zuhause hätten. So hast du nicht mehr alle. Du kannst deinen eigenen Wein anbauen. Das wolltest du doch immer. Ja, irgendwann mal. Nur wartest du noch. Das Leben ist viel kürzer, als du denkst. Ich weiß, wovon ich rede. Du hast das alles geplant. Was? Du hast die ganze Zeit gewusst, dass es kein Krebs ist. Und du hast es nur benutzt, um mich weich zu kochen. Nina! Und Herr Doktor? Wann werde ich wieder spielen können? Na, Brückner, das sieht alles ganz gut aus. Keine Frakturen oder Kapselverletzungen. Bin in 2 Wochen die Schwellung zurückgegangen ist.
dann wird nichts mehr zurückbleiben. Können Sie Herrn Brückner bitte einen Verband machen? Tut's denn sehr weh? Ist nicht der Rede wert. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich könnte ihr wirklich den Hals umdrehen. Darf ich? Aber wohl erst in 2 Wochen, wenn die Schwellung zurückgegangen ist. Trotzdem bin ich irgendwie erleichtert. Naja, dass jetzt alles geklärt ist. Geklärt? Ja. Sie weiß endlich Bescheid. Sie hat sich ausgetobt. In ein paar Tagen kriegt sie sich wieder ein. Alles ist gut. Es ist doch alles gut. Julia, es war uns beiden klar, dass dieser Moment irgendwann kommen wird. Und dass es nicht leicht wird. Für Melanie nicht und für dich auch nicht. Trotzdem. Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Und wie? Ich weiß nicht. Anders eben. Julia, du hast gesagt, dass du das alles nicht mehr willst. Dass du ein Zuhause haben willst. Endlich mal. Ich habe dich nicht dazu gedrängt. Ich weiß, aber die Sunny Girls ist, das bin ja ich, das ist mein ganzes Leben, verstehst du? Und was bin ich? Ich hab verstanden. Danke. Moment, Moment, ja. Ich bin noch nicht fertig. Die Sache mit dem Klavierdeckel war sehr unfair. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich liebe Kai, ich will ihn nicht verlieren. Das hat sich alles so gut angefühlt. Mit Kai nach München, die Professur, sesshaft werden. Weißt du, ich habe manchmal so die Schnauze voll. Von dir und dieser Rumtingelei. Die Sunny Girls. Schon der Name. Aber ohne das alles kann ich es mir eben auch nicht vorstellen. Ich brauche das. Das ist ja auch mein Leben. Verstehst du? Irgendwas im Anmarsch. Ich hab was auf der Kabine. Ich geb's dir gleich, ja? Frau Baumgart, im Namen der Besatzung und aller Passagiere, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das ist sehr aufmerksam. Vielen Dank. Oh, die sind aber schön. Aber Ihren Geburtstag wollen Sie doch hier nicht so ganz alleine feiern. Ich habe mich daran gewöhnt, allein zu sein. Wenn Sie sich's anders überlegen. Danke, Beatrice. Ah, ich glaube, Sie kriegen Besuch.
Greta, das ist aber eine Überraschung. Ich wollte dir nur was zurückgeben. Du kannst ihn ruhig noch behalten. Er hat dir doch geholfen. Ja, aber ich will ihn nicht mehr. Willst du dich nicht setzen? Nein. Du hast ganz recht, auf mich böse zu sein. Dass wir dir alle was vorgemacht haben, ja, das war ganz furchtbar. Wahrscheinlich hast du die Geschichte mit dem Traumfänger auch nur ausgedacht. Nein, Greta, nein. Von deinen Albträumen wusste ich nichts. Und alles, was ich dir über mich erzählt habe, das war die Wahrheit. Ich kann gut verstehen, dass du Angst hattest, ich würde deine geliebte Oma verdrängen. Aber das war nie meine Absicht, das musst du mir glauben. Weißt du, wenn man plötzlich so alleine ist und keiner einen mehr braucht, dann kommt man auf komische Gedanken. Wie zum Beispiel das mit der blöden Anzeige. Sei ruhig böse auf mich, aber versuch doch wenigstens deinen Eltern zu verzeihen. Die haben es nur gut mit dir gemeint. Ja, dann behalte ich den Traumfänger noch ein paar Tage. Das würde mich freuen. Ja, dann mach's mal gut. Du auch, Greta. Du auch. Entschuldigen Sie, Captain Paulsen. Ich würde gerne, wenn es geht, meine Kündigung zurückziehen. Haben Sie sich das auch gut überlegt? Ich meine, Sie schienen doch beide so glücklich zu sein, sich wiedergefunden zu haben. Ja, aber unter völlig falschen Voraussetzungen. Ja, aber auf ehrlichen Gefühlen, oder? Manche Dinge lässt man besser so, wie sie sind. Aber nicht, wenn die Dinge sich schon geändert haben. Nina? Ja? Ich soll dir das geben. Von wem denn? Überraschung. Liebe Nina, ich war mir sicher, dass ich nicht mehr lange zu leben hätte. Ich bin froh, dass es jetzt anders ist. Ich möchte nur, dass du weißt, ich werde ab jetzt immer für dich da sein. Ungeübter Vater. Dr. Sander? Nina, wie geht es Ihnen? Ich weiß nicht. Sagen Sie, als mein Vater an Bord kam, hat er da wirklich geglaubt, er hätte Krebs? So sicher, dass er keine weiteren Untersuchungen an Land abwartete, sondern unbedingt Sie sehen wollte. Mit dem Klavierdeckel. Ich bin der letzte funktionsfähige Pianist an Bord. Das heißt, du springst ein? Wenn du willst. Du bist ja sehr wählerisch, was deine Begleitung angeht. Ja, ich kann auch Beatrice fragen, die kann Blockflöte. Da ist die Verletzungsgefahr auch geringer. Ich wusste bis zuletzt gar nicht, ob die Sunny Sisters überhaupt bei der Gala auftreten. Ja, ich habe gerade mit Julia geredet. Wir sind wieder an Bord. Das heißt, du hast sie breit gequatscht? Nein, das habe ich nicht. Sie hat es selbst entschieden. Weil ihr klar geworden ist, was sie aufgeben würde, was sie alles verliert. Natürlich freut es mich, aber ich hätte auch akzeptiert, wenn sie es anders entschieden hätte und gegangen wäre. Ah ja? Ja, Oscar, das hätte ich. Aber seien wir doch mal ehrlich, wir sind Künstler. Wir führen ein Leben, um das uns alle beneiden. Wir können uns fast alles leisten, jeden Wunsch erfüllen. Wir haben die ganze Welt gesehen. Welcher Mann kann das bitte ersetzen? Natürlich wird es eine Weile dauern, bis sie über Kai hinweg ist, aber... Wenn du gewohnt bist, auf der Bühne zu stehen, die Leute jubeln dir zu, lieben dich, verehren dich.
finde dich toll. Das ist doch mit nichts, aber auch mit gar nichts zu ersetzen, oder? Du sprichst nur von dir. Kann das sein? Du hast keine Ahnung, wie es in Julia aussieht. Deine Schwester ist nicht wie du. Nie gewesen. Ich hab dich gesucht. Jetzt hast du mich ja gefunden. Willst du deinen Triumph feiern? Es tut mir leid. Entschuldigung angenommen, war es das? Nur um eins klarzustellen, du bist mir völlig egal. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Aber Julia liebt dich. Sie will mit dir leben. Und auf der anderen Seite hat sie Angst, mich zu verletzen. Ich will einfach nur, dass sie glücklich ist. Ich könnte mir nicht verzeihen, wenn sie wegen mir diese Liebe verliert. Sie hat sich für dich entschieden. Nein, das hat sie nicht. Doch. Sie hat einfach nur Angst. Angst vor dir, Angst vor mir, Angst vor allem. Angst, mir zu widersprechen, Angst, sich auf ein neues, unbekanntes Leben einzustellen. Nimm mir die Angst. Danke. Sie wollten mich sprechen? Ja, es ist wichtig. Kommen Sie. Ja, aber worum geht's denn? Für Sie ist es von größter Wichtigkeit und für mich ist es eine Herzensangelegenheit. Ja, aber ich meine... meine, was? Herzlichen Glückwunsch auch im Namen der Reederei. Danke. Vielen Dank. Oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oh, danke, herzlich. Danke. Liebe Hilde, ich muss gestehen, ich habe in meinem ganzen Leben noch niemals von so etwas Verrücktem gehört, wie von einer Oma, die per Anzeige eine Familie sucht. Und mir fielen gleich ganz viele Gründe an, die dagegen sprachen. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, desto, ja, mutiger und moderner fand ich ihren Plan. Und wir wissen natürlich, dass man nichts erzwingen kann. Aber jetzt, wo wir sie kennengelernt haben, glauben wir ganz fest daran, dass sie wunderbar in unsere Familie passen würden. Könnten Sie sich das immer noch vorstellen? Sehr gut sogar. Sehr gut sogar. Ist das für mich? Danke. Natürlich nur, wenn Greta das auch will. Zuerst hatte ich das Gefühl, ich würde meine Omi verraten, wenn ich eine andere Frau nett finden würde. Aber jetzt bin ich mir sicher, dass sie da oben sitzt und sich ganz doll freut, dass ich endlich nicht mehr so traurig bin. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Haben wir nicht den schönsten Job der Welt? Tja, finde ich auch. Julia? Ich kann dir nicht sagen, wie leid es mir tut. Ich war ein Idiot. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Was immer du tust, wohin auch immer du gehst, ich werde immer bei dir bleiben. An deiner Seite. Willst du wirklich deine Karriere aufgeben und sesshaft werden? Schon verstanden. Dann sage ich München ab. Du wirst mich auf jeden Fall nicht mehr so schnell los.
doch mal was. Deine Stimme ist weg? Aber heute Abend ist euer großer Auftritt. Danke für die Muschel. Man hört das Meer rauschen. Das ist eine kleine Erinnerung an unsere gemeinsamen Tage hier. Ich bin froh, dass wir uns wiedergesehen haben. Ich kann dich ja mal besuchen kommen, wenn ich frei habe. Das wäre schön. Ja, vielleicht lerne ich ja noch ein guter Vater zu sein. Ob du das noch schaffst. Pass auf dich auf. Ihre Schwester hat eine Kehlkopfentzündung. Das geht nicht. Wir müssen heute Abend auftreten. Können Sie ihr irgendwas geben? Keine Chance. Ich muss heute Abend alleine auftreten. Nee, das geht überhaupt nicht. Warum denn nicht? Weil es nicht geht. Ich muss Oskar absagen. Melanie, du singst ja. Bist du etwa nervös? Quatsch. Das merke ich doch. Der erste Auftritt ohne deine Schwester und du hast die Hosen voll. Ich warne dich, Oskar. Holst du sonst Beatrice mit der Blockflöte? So ist es. Hallo, wir wollten dir eigentlich Hals- und Beinbruch wünschen. Also eigentlich wollte Julia das. Du bist mir ja völlig egal. Toi, toi, toi. Kannst du mal kurz weghören, Oskar? Als Familie mal so richtig genießen, oder? Auf unsere Oma. Auf meine Oma. Ach, ich es vergesse. Ihr Kredit bei der Bank ist übrigens durch. Entschuldigung, aber woher wollen Sie das bitte wissen? Naja, ich habe vergessen zu erzählen, dass mein Mann bei Ihrer Bank 30 Jahre lang als Abteilungsleiter gearbeitet hat. Ich habe da noch ein paar gute Freunde. Ja, und die haben in ihrer Sache jetzt ein bisschen Dampf gemacht. Das bin ich echt sprachlos. Ja, ich aber auch. Naja, ich habe denen bloß gesagt, dass man tüchtige Geschäftsleute so nicht behandelt. Wofür habt ihr schließlich eine Oma? Ihr seid ein schönes Paar, ihr zwei.
Du warst großartig. Ja. Du schon seine Stimme und hört die Klappe. Und was machen wir jetzt? Ihr entscheidet. Ich bleib gerne euer Pianist. Du bist gefeuert, schon vergessen? Und im Übrigen du auch. Ich habe keine Lust mehr, mir den Applaus zu teilen. Und wehe, ihr macht mich nicht bald zur Tante. Hm? Meine sehr verehrten Damen und Herren, als der französische Weltumsegler Graf de Bougainville 1768 die Südsee bereiste, glaubte er sich im Paradies und schrieb vom neuen Garten Eden. Nach unserer kurzen Stippvisite dort können wir das sehr gut nachvollziehen. Wir haben die Erkenntnis, dass die Kraft der familiären Liebe es uns ermöglicht, zu vergeben. Und dass auch ein kleines Mädchen die Kraft haben kann, große Trauer zu überwinden. Und Glück ist es auch, dass zwei Schwestern den Mut fanden, ihre Abhängigkeiten zu überwinden und eigene neue Lebenswege entdeckten. Ich bin voller Zuversicht, dass wir von jeder Erfahrung etwas lernen können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine glückliche Heimkehr.